Du willst dich bewerben, hast vielleicht schon einen Job, suchst einen anderen, bist noch im Studium oder in der Ausbildung, fühlst dich unsicher bei dem Thema Bewerbung, weil du noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hast, bist vielleicht nervös bei Vorstellungsgesprächen, dann bist du hier genau richtig, denn heute geht es um das Thema Bewerbung, Leben. Wie hängt das vielleicht auch ein Stück weit zusammen? Wie bewerbe ich mich erfolgreich? Was ist dabei wichtig? Über was kannst du und solltest du auf jeden Fall nachdenken? Was hat Arbeit mit Lebenszufriedenheit zu tun? Und dazu meine Punkte, meine Tipps und wichtige Infos für dich, die du auf jeden Fall gebrauchen kannst. Ja, humanistische Grüße, meine Lieben. Bewerbung, Arbeit, Leben, Lebenszufriedenheit, Job. Erfolgreich bewerben ist ein ganz, ganz großer Teil in eurem Leben, in unserem Leben, und es ist nicht wegzudenken aus unserer Gesellschaft. Jeder muss sich irgendwann bewerben, er muss einen Lebenslauf schreiben oder er wird einen Lebenslauf schreiben, er muss zu Vorstellungsgesprächen gehen und sich ein Stück weit beweisen. Wenn ihr also kein Vitamin B habt und nicht irgendwie Eltern habt, die euch quasi einen Job vor die Füße legen, werdet ihr mit diesem Thema auf kurz oder lang konfrontiert werden. Und in diesem ganzen Prozess, der sich natürlich immer hinzieht, hilft meiner Meinung nach nur üben, üben, üben. Denn so wie bei allen Dingen im Leben müsst ihr natürlich Erfahrungen machen und ihr müsst es immer wieder versuchen, um euch sicherer zu fühlen und natürlich auch ein Stück weit herauszufinden, wo liegen eure Stärken, eure Schwächen, um damit natürlich auch den Erfolg zu erhöhen und eure Lebenszufriedenheit zu erhöhen, gerade wenn es um das Thema geht, wie oder identifiziere ich mich mit dieser Tätigkeit, mit dem Job, den ich tue. Dabei wird es auch immer negative Erfahrungen geben, aus denen ihr natürlich lernen könnt und auch lernen solltet. So oder so solltet ihr euch, bevor ihr euch bewerbt, intensiv Gedanken darüber machen, was ihr wollt, was ihr nicht wollt, was ihr vielleicht gut könnt, wo eure Stärken und Schwächen liegen, wo euer persönliches Interesse liegt, was ihr vielleicht verändern wollt, wo ihr auch natürlich sehr viel Probleme in der Gesellschaft seht und euch daraus vielleicht denkt, okay, das könnte ich mir vorstellen als Tätigkeit, um genau in diesem Feld etwas zu bewegen. Seid euch auf jeden Fall bewusst, dass Arbeit und eure berufliche Tätigkeit in unserem bestehenden System einen sehr, sehr starken Teil des Lebens ausmacht. Jeder muss 8 Stunden arbeiten und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Bereiche des Lebens. Also Arbeit als Teil eures Lebens ist mit allen anderen Bereichen mehr oder weniger verknüpft und hat direkte oder indirekte Auswirkungen auf euer näheres Umfeld, auf eine Beziehung, auf die Eltern, auf vielleicht die ganze Familie. Ziel sollte es also sein, dass ihr möglichst eine erfüllende oder bereichernde, eine sinnstiftende Tätigkeit findet, herausfindet bzw. darüber nachdenkt. Denn Lebenszufriedenheit steht in einem direkten Verhältnis zu eurem Job, zu eurer Tätigkeit und damit natürlich auch, dass ihr einen Sinn darin seht und euch mit eurer Arbeit identifiziert. Je mehr ihr euch mit eurer Arbeit identifiziert, umso zufriedener seid ihr, weil ihr natürlich einen Sinn seht, weil ihr quasi auch ein Stück weit in der Arbeit aufgeht und das nicht nur tut, weil es halt irgendein Job ist. Also ihr habt, umso mehr zufriedener ihr seid, viel, viele positive Effekte, die sich natürlich auf alle Bereiche eures weiteren Lebens, euer soziales Umfeld, eure Familie, eure Beziehung auswirkt. Ihr werdet zum Beispiel auch weniger genervt sein, wenn ihr einen Job habt, mit dem ihr euch wirklich identifiziert und wo ihr merkt, dass da kann ich irgendwie was erreichen. Ihr werdet den Kopf freier haben für andere Dinge und werdet gleichzeitig natürlich auch euch sehr viel stärker in die Tätigkeit einbringen und damit auch in der Tätigkeit selber erfolgreicher sein und vielleicht dadurch das Unternehmen auch oder die Organisation nach außen sehr viel erfolgreicher sein. Und gerade weil ihr einen Sinn in eurer Tätigkeit, in eurem Job seht, gerade weil ihr intrinsisch motiviert seid und diese Tätigkeit gerne ausübt, hat das natürlich einen sehr großen positiven Effekt auf euch selber, wie ihr damit umgeht, euch damit identifiziert und einen Sinn in euch selber seht und in eurer Tätigkeit, die ihr circa 8 Stunden am Tag ausübt. Generell solltet ihr natürlich die Zeit im Studium, in der Ausbildung, in der Schule dazu nutzen, um euch genau diese Frage halt zu stellen, diese Identifikation
mit dem Job, mit der Tätigkeit, worin ihr einen Sinn seht. Aber auch natürlich, was kann ich gut? Was könnte mich erfüllen? Wo könnte ich einen Sinn drin sehen? Oder wo auf keinen Fall? Man kann ja zum Beispiel auch andersrum herangehen und sich die Frage stellen, okay, was will ich auf keinen Fall machen? Wo sehe ich überhaupt keinen Sinn drin? Und so ein bisschen natürlich Sachen für sich ausschließen. Die Frage also, oder die Fragen, was möchte ich? Wo sehe ich einen Sinn drin? Was möchte ich genau verändern? Und dann, wo kann ich diese Dinge während zum Beispiel meines Studiums, während der Zeit der Ausbildung, bei Praktika ausprobieren? Wenn ihr euch dann bewerbt, gibt es meiner Meinung nach drei Möglichkeiten. Ihr könnt euch erstens natürlich immer auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben, also eine Stelle, wo eine Organisation sagt, okay, ich suche hier Person XY für diese, jene Stelle und möchte die gerne zum Zeitpunkt XY besetzen, also der klassische Weg. Der zweite Weg wäre dann, ihr sagt, okay, ich mache eine Initiativbewerbung, weil ich habe irgendwie eine Organisation gefunden, die schreiben zwar vielleicht keine Stelle gerade aus, aber ich finde die so toll, ich kann mich so gut mit der Organisation identifizieren, dass ich mich einfach initiativ bei der bewerbe. Und die dritte Variante wäre dann, dass ihr nicht nur eine Initiativbewerbung macht, sondern das Ganze kombiniert und dieser Organisation zum Beispiel auch schon einen konkreten Vorschlag für irgendein Konzept, für irgendeine Idee, für irgendein Projekt macht. Also ihr versucht euch im Rahmen eurer Möglichkeiten eure Stelle zu schaffen und einer Organisation zu sagen, hier, ich bin Person XY, ich habe die und die Idee, weil A, B, C, das und das können wir genau bei euch so und so machen. Ist natürlich mit sehr viel mehr Risiko verbunden, aber bietet natürlich auch sehr, sehr viel mehr Chancen als zum Beispiel Variante A, wenn ihr euch auf eine ausgeschriebene Stelle bewerbt, weil tendenziell sich natürlich sehr, sehr viele Menschen auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben. Also die Punkte, die jetzt kommen, das könnt ihr natürlich für alle Bereiche anwenden, denn egal, ob jetzt es eine ausgeschriebene Stelle ist oder ihr eine eigene Idee habt, Bewerbungserfolg hängt halt von vielen verschiedenen Sachen ab und auch der Lebenslauf und das Bewerbungsgespräch ist ja in der Regel dann gleich oder ähnlich und deshalb könnt ihr das für alle drei Möglichkeiten auf jeden Fall anwenden. Neben den verschiedenen Möglichkeiten spielt natürlich der Bewerbungserfolg eine Rolle und da gibt es verschiedene Faktoren, die dabei wichtig sind. Ich habe das in für mich vier größere Faktoren eingeteilt, auf die ich kurz eingehen werde. Neben diesen größeren Faktoren gibt es natürlich immer den förmlichen Rahmen, also gewisse DIN-Normen in der Bewerbung, an die ihr euch halten müsst oder dass ihr ein vernünftiges Anschreiben macht, dass ihr, dass die Bewerbungsmappe oder dann die E-Mail-Bewerbung vernünftig zusammengestellt ist, also die PDF zum Beispiel, dass ihr euch einfach an gewisse Standards haltet, die aktuell existieren. Das ist aber nur der Rahmen. Meiner Meinung nach sind die vier Hauptkriterien einmal Qualifikation, Noten, Wissen, Abschlüsse und Eignung. Also das Ganze, was habt ihr für Abschlüsse gemacht? Was habt ihr für ein Studium gemacht? Welche Noten habt ihr dort bekommen? Was habt ihr euch für Wissen dort in eurer Ausbildungszeit angeeignet und welchen Abschluss habt ihr erworben? Also inwiefern seid ihr auf dieser Qualifikationsschiene für diese Tätigkeit, auf die ihr euch bewerbt, wenn es eine Ausschreibung gibt oder die ihr euch vielleicht selber schafft, inwiefern seid ihr dafür in dem bestehenden System mit den gewissen Abschlüssen, Bachelorabschlüssen, Ausbildungsabschlüssen, die man nun mal braucht, dafür geeignet? Weiterhin ist neben dieser Eignung, die ihr über eine Ausbildung erwerbt, natürlich die praktischen Erfahrungen wichtig. Also habt ihr schon in dem Berufsfeld gearbeitet? Habt ihr schon Praktika gemacht? Welche Skills habt ihr dort erworben? Und also quasi welche die relevanten Notwendigkeiten? Zum Beispiel könnt ihr euch nicht auf irgendeinen Job bewerben, wo deren Führerschein voraussetzt und ihr habt den gar nicht. Also wirklich die praktischen Skills in Verknüpfung mit dieser Tätigkeit, die dafür natürlich notwendig sind. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in den letzten, meiner Meinung nach, 10 Jahren immer relevanter geworden ist, ist das Thema soziales, ehrenamtliches Engagement. Und so, habe es hier genannt, außergewöhnliche Sachen. Also, dass ihr zum Beispiel, wart ihr im Ausland, habt ihr irgendein spezielles Projekt mitgemacht, habt ihr an irgendwelchen außergewöhnlichen großen Kongressen, Tagungen teilgenommen. Also irgendetwas, was
den Leuten, wo Leute, mit denen ihr dann zum Beispiel im Bewerbungsgespräch seid, wo die sofort, ah, was ist das denn, wo die sofort denken, okay, das klingt ja interessant. Also interessante Dinge, die nicht alltäglich sind, die ihr neben eurer Ausbildung, neben praktischen Erfahrungen macht, leistet oder vielleicht auch selber initiiert habt. Das ist immer, immer wichtiger geworden für den Bewerbungserfolg, wo auch Organisationen und Unternehmen immer mehr danach fragen, diese soziale Komponente. Weiter wichtig natürlich oder meiner Meinung nach das wichtigste Element, wo ein guter Personaler immer dran sehen wird, ob ihr dafür geeignet oder motiviert seid, ist das persönliche Gespräch, euer Auftreten, eure Motivation und hier mein Schlüsselwort, das Thema der Authentizität. Also wie authentisch seid ihr in diesem persönlichen Gespräch oder natürlich auch schon vorher in dem Lebenslauf? Also vermittelt ihr der Person, die euren Lebenslauf sieht oder mit der ihr das Bewerbungsgespräch führt, seid ihr eine authentische Person und merkt die Person, dass ihr für dieses Thema brennt, dass ihr motiviert seid, dass ihr hinter der Sache steht. Weil ein guter Personaler kann das ab einem gewissen Punkt, wenn er viel mit Menschen zu tun hat und da selber ganz gute Erfahrungen gemacht hat, sehr schnell einschätzen, ob jemand sich nur einfach so beworben hat, um halt, weil er einen Job braucht, was natürlich auch vollkommen okay ist, oder ob er sich wirklich damit beschäftigt hat, ob er intrinsisch motiviert ist, ob er authentisch ist, ob er für das Thema brennt und das auch nicht nur nicht spielerisch, nicht schauspielerisch rüberbringt, sondern wirklich hinter der Sache steht und das nicht irgendwie so eine eingeübte Geschichte ist. Also das meiner Meinung nach mit der wichtigste Punkt. Ich würde sogar sagen, persönliches Gespräch, die Motivation, das Auftreten, die Authentizität sind 50% von diesen vier Elementen und der Rest mischt sich so ein bisschen da mit zusammen. Ja, als letzten Punkt noch das Thema so ein bisschen Lebenslauf, Bewerbungsgespräch, auf was kannst du achten, was sind vielleicht nützliche Tipps. Ich habe das hier aus meinen persönlichen Erfahrungen und natürlich, da ich viel mit Menschen zu tun habe, ein bisschen gesammelt, zusammengefasst und würde euch die Punkte kurz vorstellen. Also einerseits natürlich ist es immer gut, wenn du Infos über die Person hast, mit der du dieses Bewerbungsgespräch führst, soweit das halt möglich ist herauszufinden. Und natürlich die Organisation. Am besten natürlich auch aktuelle Projekte, die die Organisation macht und was der Organisation wichtig ist. Du versuchst also Infos herauszufinden, um dir selber mehr Sicherheit zu geben. Sowohl fachlich als auch zu wissen, okay, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun, der da vor mir sitzt. Besuche vielleicht auch, wenn du die Möglichkeit hast, die Örtlichkeit vorher, damit du so ein bisschen einen Eindruck davon hast, wo du vielleicht dann auch hin musst, wie das Gebäude aussieht und so ein bisschen so einen physischen Eindruck, soweit es halt möglich ist, um dich natürlich sicherer zu fühlen und natürlich aber auch um dich dann, wenn du wirklich dann das Bewerbungsgespräch hast, dich nicht zu verlaufen oder ähnliches. In dem Bewerbungsgespräch selber solltest du definitiv Blickkontakt halten, du solltest dich versuchen, nicht verunsichern zu lassen und auch den Fokus halten. Ganz, ganz oft ist es ja so, man hat nur einen bestimmten Rahmen an Zeit und schwenkt dann von einem Thema zum anderen und hinterher merkt man erst, okay, ich konnte meine Bullet Points gar nicht bringen, weil wir sind irgendwie abgeschweift und haben über irgendwas ganz anderes geredet und dann hat die Sekretärin schon geklopft und der Nächste ist schon da, etc. pp. Versuch also, den Kontakt zu halten und auf jeden Fall auch den Fokus zu halten, sowohl für dich selber, für die Punkte, die du bringen willst, aber auch für die Situation. Also versuch alles so ein bisschen im Blick zu haben. Geh aber auch auf die andere Person ein, wenn sie irgendwas Interessantes fragt oder wenn du merkst, die Person hat Interesse an einem bestimmten Thema, dann kannst du darauf natürlich immer eingehen. Ebenso kannst du versuchen, eigene Fragen vorzubereiten. Wenn dir irgendwelche Sachen schon im Vorhinein unklar sind, dann nimm die ruhig mit und schreib dir die vorher auf und frag dann direkt nach. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ist für dieses Gespräch eingeplant. Das ist übrigens auch noch ein guter Punkt, dass du, wenn du es vorher rauskriegen kannst, das natürlich auch tust und nachfragst, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt für das Bewerbungsgespräch. Ebenso solltest du deinen Lebenslauf
strukturiert gestalten. Du solltest deinen Lebenslauf auf das Wesentliche reduzieren, beziehungsweise die wesentlichen Punkte, die dir einerseits wichtig sind, aber natürlich auch die Punkte, die für den Job relevant sind. Und du solltest deinen Lebenslauf meiner Meinung nach, der sollte nicht mehr als 2 Seiten haben und es sollten auch nicht zu lange Formulierungen drin sein. Also der muss knackig sein. Ein Personaler muss direkt sehen, okay, 1, 2, 3, 4, keine langen Erklärungen, deine quasi Bullet Points auf Papier gebracht. Und schreib natürlich in den Lebenslauf immer nur das rein, was du auch wirklich kannst und was du gemacht hast. Flunker da nicht rum, wenn du mal irgendwie einen Sprachkurs besucht hast und kannst die Sprache eigentlich gar nicht, dann lass es auf jeden Fall weg. Im schlimmsten Fall wirst du darauf angesprochen und dann kannst du nicht reagieren und stehst auf jeden Fall doof da. Beweis aber auch Mut. Du kannst zum Beispiel auch mit konstruktiven Ideen kommen, wenn du in dem Gespräch merkst, okay, da gibt es eine Möglichkeit, konstruktiv etwas einzubringen, dann mach das auf jeden Fall. Wenn du dir schon vorher Gedanken gemacht hast, wenn es vielleicht ein Unternehmen ist, das dich sehr, sehr interessiert, dann kannst du definitiv diese konstruktiven Ideen nicht nur im Gespräch, sondern auch schon in dem Lebenslauf vorher vielleicht auf einer Seite mit bestimmten Punkten, die dir wichtig sind, mit reinschreiben. Das zeigt einerseits, dass du dich natürlich sehr mit dem Unternehmen beschäftigt hast oder mit der Organisation und andererseits natürlich auch, dass du eigene Ideen hast. Weiterhin zeigst du dem Personaler, okay, du bist wirklich interessiert daran und stichst somit schon mal bei dem, wenn du es jetzt schriftlich einreichst, schon mal hin, stichst du schon mal aus der Masse hinaus. Weiterhin lass dich natürlich nicht stressen, wenn du dann zum Bewerbungsgespräch gehst, beziehungsweise überleg dir, was könnte passieren, was könnte passieren, damit ich gestresst bin, weil Stress ist nicht gut für den Körper, wir reagieren dann, sind nervös, werden irgendwie unruhig und das Gegenüber merkt das natürlich und das würde wiederum bedeuten, dass ihr nicht so souverän seid, wie ihr vielleicht sein könntet. Plane genug Zeit ein, also wirklich genug, nicht nur ein paar Minuten, weil ganz, ganz oft können ganz viele Sachen schief gehen und ihr könnt irgendeine Bahn verpassen oder weiß ich nicht, seid irgendwo, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes und ihr kommt zu spät und könnt dann nicht genug zeitig reagieren. Also plant wirklich genug Zeit ein und nicht vielleicht nur 20 Minuten. Ebenso könnt ihr versuchen, die Störfaktoren zu minimieren. Also auf jeden Fall macht ihr euer Handy oder eure elektronischen Geräte aus. Oder auch wenn ihr zum Beispiel den Raum betretet, überlegt ihr euch, okay, wo wäre es am komfortabelsten für euch, wo ihr zum Beispiel sitzen könnt. So, ne? Vielleicht wollt ihr gerne am Fenster sitzen wegen frischer Luft. Dann wäre das, wenn ihr nicht so viel frische Luft habt, zum Beispiel auch schon wieder ein Störfaktor, der euch in dem Gespräch wiederum beeinflussen und ablenken würdet, sodass ihr vielleicht nicht so stark den Fokus halten könnt. Ebenso ist es wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euren ganz normalen Tagesablauf habt, den ihr sonst auch habt und nicht groß irgendwas ändert, nur weil ihr jetzt denkt, ah, ich muss jetzt irgendwas Krasses anders machen, weil euer Körper ist an diesen Tagesablauf gewöhnt und das solltet ihr auf jeden Fall bedenken und da nicht so stark von abweichen. Ebenso was die Klamotten angeht. Versucht nicht irgendwas jetzt anzuziehen, weil ihr das Gefühl habt, dort wird genau das und das erwartet. Seid so, wie ihr seid. Seid authentisch. Zieht das an, wo ihr euch auf jeden Fall wohlfühlt und minimiert so gesehen diesen Störfaktor, dass ihr euch nicht wohlfühlt im Sinne der Kleidung. Und ebenso ist natürlich euer Mindset mitentscheidend, dass ihr, das hatten wir ja vorhin schon ein Stück weit, auch euch mit der Idee der Organisation, mit der Tätigkeit identifiziert und dort natürlich auch einen Sinn drin seht. Ja, vielleicht könnt ihr auch im besten Fall das Gespräch mit jemand anderem simulieren, euch ein paar Fragen selber überlegen und zusammen das aufnehmen, euch mal ansehen, wie wirkt ihr überhaupt auf andere, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Also reflektiert euer eigenes Auftreten zusammen, vielleicht mit jemandem, der da schon sehr viel mehr Erfahrung als ihr selber gemacht habt. Ebenso wichtig ist vielleicht noch der Punkt, dass ihr euch Notizen bei dem Gespräch macht. Das zeugt auch wiederum von Interesse bei dem Gegenüber und im besten Fall könnt ihr, wenn die Sachen nicht zu klären sind, dann am nächsten Tag nochmal anrufen. So bleibt ihr auch viel, viel mehr im Gedächtnis. Das ist ein gutes Schlusswort, weil im Gedächtnis bleiben ist das A und O. Gerade wenn ihr vielleicht nicht eine Initiativbewerbung gemacht habt und es euch auf eine ausgeschriebene Stelle bewerbt, dann ist es viel, viel wichtiger, gerade im Gedächtnis zu bleiben, gerade wenn eine Person, ein Personaler hunderte von Bewerbungen bekommt. Und als Beispiel, was ich mir überlegt habe, wenn zum Beispiel bei der Stelle sehr stark eine Sprache gefordert wird, dass ihr die könnt, dann könnt ihr zum Beispiel bei der Begrüßung schon einfach mit einer anderen Sprache in das Gespräch einsteigen, dann werdet ihr auf jeden Fall im Gedächtnis der Person bleiben.
Ja, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Anmerkungen, euer Feedback, eure Kritik ist herzlich willkommen. Ich freue mich drauf und gerne auch eure Ideen in die Kommentare oder per E-Mail. Ich weiß, das waren nur einige Punkte. Es gibt noch ganz, ganz viele mehr und man kann das Thema Bewerbung natürlich auch aus einer ganz anderen Sicht sehen. Das sind, wie gesagt, das waren meine Punkte, die ich für wichtig halte in diesem ganzen Thema Bewerbung, Arbeit, Leben, Bewerbungsprozess. Ich hoffe, es hat euch gefallen und humanistische Grüße. Bis bald, meine Lieben.